took what you treasure, and I'm never gonna give it up. Yeah. Servus Freunde, Freunde des Glücks, Freunde des Fleisches, Fleischglück. Heute geht's um was, was eigentlich jeder liebt. Und wer es nicht liebt, der hat irgendwie was verpennt. Und zwar geht's um Burger. Hamburger, Hamburger, Burger. Die bayerische Antwort auf die amerikanische Wurstsemmel. Heute machen wir einfach mal den perfekten Burger. Und wie das geht, ist ganz einfach. Zuerst brauchen wir mal den perfekten Burger. Bun. Jetzt werden die einen oder anderen sagen, kann der Lucky denn nicht einfach Deutsch oder Bayerisch reden? Ab jetzt ist es kein Bun mehr, sondern ab jetzt ist es eine Burger-Semmel. Okay, wie man die macht, das haben wir in einem Video vorher schon mal gezeigt. Klickt einfach hier und ihr seht, wie man den perfekten Burger-Bun bzw. die perfekte Burger-Semmel macht. Dazu braucht man irgendwas, was man in den Neibabt, in den Burger-Bun. Und dazu brauchen wir den sogenannten Patty. Ne? Und wer jetzt bei Patty an den Sänger von der Kelly Family denkt, der ist komplett falsch. Patty mit T, mit Doppel-T und Y. Patty ist im Endeffekt nichts anderes wie ein Fleischpflanzerl. Plus das Fleischpflanzerl ist halt noch mit Semmel, Milch und Eier und Zwiebel und Senf. Und was in den richtigen Burger-Patty reingeht, also in unser Burger-Pflanzerl, das ist ganz, ganz simpel. Fleisch, fettes Fleisch, dann Salz, Zucker, Pfeffer, fertig, das war's. Und am besten schneidet man das wirklich von Hand und das kann der David jetzt schon mal machen. Ich lege einfach los und ich schneide schöne, kleine, dünne Scheiben. Das ist so mein erstes Ziel. Und dann nehme ich mir die dünnen Scheiben und dann lege ich die Scheiben aufeinander, drücke sie platt und schneide daraus Streifen. Und dann nehme ich diese Streifen und dann schneide ich diese Streifen nochmal quer, sodass ich möglichst kleine Stücke auch einfach hinbekomme. Wir haben hier den Pointmuskel von dem einen Brisket. Und man sieht schon, das hat ordentlich Fett, das ist deutsches Wagyu. Und das ist auch das, was wirklich wichtig ist, wenn wir einen Burger machen, meiner Meinung nach, ist einfach ein hoher Fettanteil. Wer in den deutschen Supermarkt geht und sich einfach Hackfleisch kauft, und also Rinderhack, ne, und sagt, ich will jetzt einen geilen Burger machen, der hat meistens was relativ Trockenes am Ende vor sich, weil da eben nur 5% Fett drin sind. Und wir wollen irgendwie sowas wie 20? 20? Minimum. Also ich sag immer, zwei Drittel mageres Fleisch, ein Drittel fettes Fleisch. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt diese Qualität von Wagyu hernehmen. Das macht halt nochmal Spaß. Und warum schneiden wir den Burger mit der Hand? Warum nehmen wir nicht einfach durchgewolftes Fleisch? Das ist ganz einfach. Der beste Burger überhaupt ist, wenn er medium rare gebraten ist. Ein durchgebratener Burger ist langweilig. Ne? Und damit man ihn schön medium rare braten kann, also damit er in der Mitte schön saftig ist, macht es natürlich Sinn, wenn das Fleisch ein bisschen Struktur hat. Dann ist es im Endeffekt nichts anderes als eine Mischung aus Steak und Tartar. Also außen schön gebraten, schöne Kruste und innen drin ein wirklich schöner, fleischiger, rosa Kern. So, ich habe mir natürlich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Und zwar haben wir hier schon was geschnitten. Wie gesagt, das Wichtigste am Burger ist tatsächlich, dass man einen schönen Fettanteil drin hat und dass man das Ganze natürlich entscheidend würzt. Und bei der Würzung, da könnte man jetzt auch andere Gewürze benutzen. Man könnte ein bisschen orientalisch werden, man könnte ein bisschen asiatisch werden, aber wir machen das wirklich ganz, ganz pur. Salz. Und beim Salz gibt es eine Grundregel, wie bei der Wurst, na, wer Salz abwiegt. Einfach nur 18 Gramm auf 1 Kilo. Pfeffer immer frisch aus der Mühle. Und nicht sparen. Und wenn man das jetzt vorher probiert, dann darf das ruhig ein bisschen zu salzig und ein bisschen zu scharf sein, weil das verliert natürlich nochmal. Wichtig ist, dass man das Ganze gut durchknetet. Und der Zucker ist auch entscheidend wichtig. Und die meisten werden sagen, wie, der macht jetzt Zucker ans Hackfleisch oder Zucker an den Burger. Der Zucker karamellisiert nachher beim Braten und gibt nochmal einen richtig schönen Geschmack dazu. Du knetest auch ein bisschen, damit wir so ein bisschen Bindung reinkriegen, genau, oder? Durch dieses Kneten in der Metzgerei sagt man auch Poltern. Durch dieses Kneten kriege ich eine Bindung und das ist entscheidend wichtig. Und erst, wenn das hier nicht mehr runterfällt, also seht ihr das wirklich? Wenn das am Handschuh kleben bleibt, dann habe ich die perfekte Bindung und der Burger zerfällt mir nachher nicht, wenn ich ihn zum Beispiel auf dem Grill lege. Wunderbar, David, schmeiß nochmal dazu. So, wie schwer ist ein richtiger Burger? Quarter Pounder. Quarter Pounder, sagt der Name schon.
Aber Quarter Pound ist ein bisschen wenig, das sind nur so 125. 250 Gramm, oder? Genau, also ich würde sagen, 250 Gramm ist eine schöne ordentliche Portion, wenn es um den Burger geht. Und da gibt es jetzt auch wieder einen Trick, wie kriegt man den Burger in die richtige Form. Ne? Und da zeigen wir euch heute jetzt mal, was man alles tun kann. Also es gibt verschiedene Modelle. Meine Variante ist die einfachste, aber ihr kennt ja meine Videos, so simpel und so einfach wie es geht. Ihr formt den einfach bloß wie bei einem Fleischpflanzerl und zack, habt ihr einen schönen Burger. Freestyle und man kann immer sagen, ist handgemacht. Ne? Ein Zeichen handwerklicher Manufakturqualität. Das war Freestyle. Es gibt Burgerpressen, die schauen zum Beispiel so aus. Und hier kommt jetzt ein alter Indianertrick. Man nimmt sich einfach einen Ring, schneidet sich so eine Schablone zurecht. Ne? Man muss natürlich schauen, dass man das Ganze schön ordentlich macht. Und dann macht man das so. Man schneidet innen an der Farbe vorbei, sonst hat man ja die Farbe im Hackfleisch. Und macht sich einen sogenannten. Und macht sich hier einfach so einen Abstandshalter, damit das Hackfleisch nicht an der Form anklebt. So. Wobei es eh rote Farbe hätten wir gleich gesehen. Ne? Genau. Ja, es gibt auch noch eine andere Variante, die zeigt euch der David gleich. Und wir können jetzt hergehen und können sagen, wir machen einmal hier das Ganze so. Das ist die kleine Variante. Kleiden das aus. Und pressen das einmal mit der Burgerpresse so zusammen. Funktioniert auch wunderbar. Man kann das Ganze aber auch nehmen. Nimmt eine richtig schöne Burgerpresse, legt es hier rein. Und das ist so meine Lieblingsvariante. Und wir machen schon ordentliche Burger, ne? Ja. So. Macht das hier. Zieht es dann runter. Nimmt es ab. Und dann haben wir halt einen schönen Burger. Deine Variante. Kannst du auch mal machen? Ja, ich mache eine Kugel draus. Ja. Ja. Dann kann man auch ganz gut einfach fühlen, wie groß das Teil ist. Und, kannst du mal die Presse halten? Nehme ich mal, ich halte mal die Presse. Leg das einfach nur hier drauf, ja, schlag das ein mit dem Blatt, nehme die Presse von oben, stell sie drauf, drück das Ganze einmal kurz an und dann habe ich auch hier die Möglichkeit, einfach das Papier wieder abzumachen. Ja, vielleicht noch ein bisschen am Ende in Form zu bringen und dann ist gut. Kleiner Trick vielleicht noch, der Burger geht immer in der Mitte deutlich mehr auf als am Rand. Wenn man dem entgegenwirken will, dann kann man hier mit den Fingern so eine kleine Kuhle in der Mitte reinmachen und dann ist das Patty am Ende nicht so riesendick aufgequollen und hat einen gleichmäßigeren Garpunkt. Genau. Wir machen jetzt einen Burger, der wirklich relativ easy ist und simpel ist und viele fragen sich jetzt, in welchem Fett soll ich den anbraten? Und jetzt kommen wir zum Trick. Wir nehmen nämlich Bacon mit dazu, also Speck, ein Wammerl, dicken Schweinebauch, einen fetten Schweinebauch und den braten wir als erstes und in dem ausgelassenen Fett von dem Schweinebauch braten wir später unsere Beefburger an. Für Leute, die kein Schwein mögen, ihr könnt es auch ganz genauso gut Rinderteig nehmen, ihr könnt es auch ein ganz normales Fett nehmen. Zum Schluss ein Stück Butter, schadet nie, aber wie gesagt, ich mag halt einfach diesen Speckgeschmack und der macht den Burger richtig rund. Als erstes machen wir jetzt einfach mal den Speck in die Pfanne. Und lassen den richtig schön aus, dass der schön knusprig ist. So, den Speck nehme ich jetzt raus. Und die Pfanne, genau die Pfanne benutze ich jetzt, wenn es um meine Burger geht. Und einfach wieder schön anbraten. Das Ganze auf 54 Grad im Kern. Also der darf wirklich schön medium rare sein, damit er richtig saftig wird. Ich habe die Patties jetzt von beiden Seiten angebraten, wirklich damit einmal das Patty zusammenhält, ja, damit es sich einmal verbunden hat. Dann gehe ich mit der Temperatur runter und lasse es so circa 10 bis 12 Minuten, je nach Dicke braten. Wie gesagt, am Ende ist entscheidend die Kerntemperatur und ich mag es gerne medium rare. Wer sein Fleisch durchmag oder wer seinem Metzger oder seinem Hackfleisch nicht vertraut, der kann es natürlich auch gern durchgaren, aber der perfekte Beefburger ist medium rare. Ich brate die Patties locker 10 Minuten an.
wenn sie immer wieder von beiden Seiten, damit die Wärme nach innen geht. Das hört sich jetzt erstmal viel an, aber die sind auch so dick. Ne? Entscheidend wichtig ist letztendlich die Kerntemperatur. Und ihr könnt es machen wie beim Steak. Steckt es mal rein. Ich habe jetzt hier 37 Grad ungefähr. Ja? Also die dürfen noch ein bisschen. Wie gesagt, erlaubt ist, was schmeckt. Ich mag sie gern medium rare. Wichtig ist nur, dass sie nicht verbrennen. Und zum Schluss innen drin nicht zu roh sind. Gut. Unsere Burger sind jetzt fast fertig. Und jetzt kommt noch ein entscheidendes Gimmick. Cheddar-Käse. Und jetzt werden die einfach noch einmal gedreht. Und die Seite, auf der sie jetzt sind, die ist richtig heiß. Und da kommt jetzt der Käse drauf. Und dann kann der Käse schon mal richtig schön schmelzen und Temperatur annehmen. Mein Patty hat jetzt in der Mitte ungefähr so 49, 50 Grad. Und jetzt nehme ich ihn vom Ofen, lege ihn hier hin. Und das Fett, das hier in der Pfanne ist, das ist jetzt genau das Fett, das will ich haben. Und in dem Fett brate ich jetzt einfach meine Burgersemmeln an. Die können sich dann richtig schön vollsaugen. Und das hat zwei entscheidende Gründe. Einmal sitzt mir dann hier meine Soße nicht so durch, weil es zumacht, weil es kross wird. Und zum anderen habe ich natürlich eine vollwertige Verwendung von dem geilen, schönen Rinderfett. Den Speck, den gebe ich hier oben jetzt drauf. Dann wärmt er den Käse auch noch mal ein bisschen. Soll ich schon mal so Salatblatt abtupfen? Das kannst du gerne machen. Ja. Und wir machen jetzt hier einfach einen klassischen Burger mit Käse und Speck. Ein Steakhouse-Burger, würde man sagen. Bei unseren Burger-Buns können wir gerne auch noch ein bisschen Butter mit dazugeben. Das ist auch nochmal zusätzlicher Geschmack. Und ansonsten haben wir hier Tomaten, Essiggurken, ein paar Jalapenos, Salatgurken und natürlich unsere Burgersoße. Und wie man die optimale Burgersoße macht, das seht ihr in dem Video. So, es gibt ja wie Kartoffelsalat oder Knödel oder Maultaschenrezepte in jedem Dorf ein anderes Rezept. Und ich will jetzt nicht sagen, wir haben die ultimative Burgersoße, wir haben einfach eine gute Burgersoße. Ne? Und es ist kein Muss. Niemand schreibt irgendjemandem was vor, was in die Burgersoße muss. Aber ich zeige euch, was wir in unsere Stoi Signature Burgersoße machen. Das Rezept zeigt euch die Eva. Ja, wir starten gleich los mit den Zutaten, was ihr dafür braucht. Und zwar ganz klassisch nehmt ihr Mayo. Wir haben Ketchup, Senf, Worcestersoße natürlich, wie wir ja schon öfters gezeigt haben, dass wir mir die gern hernehmen. Schwarzen Pfeffer, Tabasco für die Schärfe, Ahornsirup für die Süße und für das gewisse Etwas noch einen geräucherten Paprika, damit ihr einfach nur ein bisschen Pep reinkriegt. Ihr könnt das gerne einfach machen, wie ihr lustig seid. Wenn ihr sagt, ich bin auf Diät, dann nehmt ihr ein bisschen weniger Mayo. Wenn ihr sagt, ich will aber richtig, richtig Zunder haben, dann nehmt mehr Mayo. Ganz normales Tomatenketchup mit dazu. Einfach mit rein in die Schüssel. Ein bisschen an Senf. Da nehmt ihr nicht zu viel, weil der sonst sehr penetrant ausschmeckt. Dann die Worcestersoße, ein paar Tropfen. Und den Pfeffer. Da gibt es eigentlich gar nichts Großartiges zu beachten. Ihr könnt auch da noch jederzeit irgendwelche anderen Gewürze mit dazu nehmen. Wenn ihr jetzt gerade ein Tabasco nicht daheim habt, dann nehmt einfach Chili oder Cayenne-Pfeffer. Da seid ihr einfach offen dafür. Dann haben wir unseren Ahornsirup. Einfach nur für die Süße, damit wir uns einfach den Zucker sparen. Und den Paprika. Da geben wir noch ein bisschen was mit dazu. Und schon haben wir unsere perfekte Burgersoße für unseren Stollburger mit dem selbstgebackenen Burger Bun. Und ganz zum Abschluss gibt es ja euch noch die frischen Röstzwiebeln mit dazu. Die haben wir gebacken und gehackt, damit die nicht so schnell labbrig und kreislich werden. Einfach ganz zum Schluss unterrühren. Auf den Burger drauf und fertig ist die perfekte Burgersoße für euren Burger daheim. So schaut das Ganze jetzt aus. Das sind unsere Deckel.
haben schön Farbe bekommen. Und wie gesagt, jetzt ist es hier richtig schön knusprig. Und dann kann die Soße nicht mehr durchsitschen, weil jetzt kommt erstmal schön Hamburger Soße drauf. Dann kommen ein paar Tomaten drauf. Dann kommen ein paar Gurken drauf. Dann nehmen wir noch eine Salatgurke. Die schäle ich jetzt auch gar nicht. Mache ich einfach so leicht schräg. Und jetzt der Patty. So, jetzt brauche ich meine Rotweinzwiebeln. Die sind ganz einfach. Da habe ich einfach ein Karamell gemacht. Bisschen Balsamico-Essig, bisschen Portwein, bisschen Rotwein. Und das Ganze dann runter reduziert. Dazu schöne Schalotten. Und das ist jetzt schön zuckrig mit so einem schönen Glas. Wer es jetzt scharf mag, kann sich noch ein paar Jalapenos mit drauf machen. Ich liebe Jalapenos. Ich hasse zwar scharf, aber ich liebe Jalapenos, weil das für mich die schönste Schärfe ist. So. Muss auch nicht immer brennen bis zum Untergang. Eben, eben. Aber hier noch ein paar schöne Jalapenos drauf. Das schaut doch wunderbar aus. So. Wer möchte, kann sich jetzt noch ein Salatblatt mit dazu machen. Wir machen das einfach mal rein für die Optik. Nochmal ein Kleckser Soße hier oben auf dem Deckel. Ja, damit das Ganze schön zusammenhält. Und dann ist er auch schon fertig. Für mich der perfekte Burger. Jetzt kommt die größte Kunst beim Burger, und zwar den so zu essen, dass man sich nicht vollsaut. Und ich sag euch eins, wer einen Burger so essen kann, dass er hinterher noch sauber ist, der hat keinen richtigen Burger gegessen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst einen Kommentar da und sagt uns, wie ihr den perfekten Burger macht oder was die coolste Burger-Kreation überhaupt ist. In diesem Sinne, viel Spaß, lasst ein Like da, abonniert uns, wir freuen uns drauf. Euer David und der Luki. Ciao, ciao.